Ich werde mal kurz weg, mal eine Haube. So, Freunde, da bin ich wieder. Der Marc, der raucht mal schnell einen in den Wald. Nee, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Ach so. Ich stehe noch auf meinem Dach rum. Noch steht er da auf dem Dach rum und ich bin wieder da. Und... Oh, auch hallo von mir. Wo bist du denn? Auf dem Dach. Jetzt sieht es ein bisschen. Hä, wo auf welchem Dach? Auf dem Dach. Marc! Ich hab ja gerade Hallo. Marc, wo bist du? Nein, auf dem Dach. Vor meinem Lager. Auf meinem Lager. Ach, dein Lager! Dein Lager? Ja. Ich bin immer noch auf dem Lagerdach. Ich bastel immer noch am Lagerdach rum. Komm, Leute, wir gucken mal. Wir gucken auch nicht. Hey, Marc! Ach nee, das bist du ja gar nicht. Du hast jetzt nicht zufällig das Bison gerade angeguckt, nein? Nein, eine Schildkröte. Jedenfalls, so. Ich komme mal zu dir. Verdammt, ich komme hier gar nicht am Felsen hoch. Wir gehen Marc mal besuchen. Das ist aber nur meine. Ich muss jetzt mal meine Kreativität erstmal wieder ausbuddeln. Aha. Naja, das. Na übrigens, das mit deiner Rampe ist cool, ne? Welche? Kann ich hier mal einen Baum fällen? Wo denn? Da kommst du nicht hoch. Oh, Alter, ich nehme jetzt lieber die Axt. Die Motorkettensäge ist aber echt laut, ne? Ja, aber wo hast du denn gerade einen Baum gefällt? Hier an der Rampe, wo du nicht hochkommst. Da kommt man wirklich nicht mehr vorbei. An der Rampe, wo ich nicht hochkomme? Welche Rampe? Und zwar, wenn du bei mir weitergehst hier hinten. Also wenn man hinten lang geht und an einem Steinbruch vorbei... Ja, an dem Monument vorbei. Da kommt mal eine Rampe hoch. Ich brauche sowieso Holz. Und da stand ein Baum so, dass du da nicht mal mehr durchgehen konntest. Also das geht gar nicht. Das ist überhaupt gar nicht laut. Die Kettensäge ist überhaupt nicht laut. Die habe ich erstmal gefällt hier, die Dinger. Das brauchen wir sowieso nachher für den Dachbau. Cool. Und dieses Zeug hier, das können wir gar nicht mitnehmen. Ach ja, ich wollte ja mal um die Ecke glotzen. Kohle ist hier noch. Lager? Habe ich mich schon wieder verlaufen? Ich meine, das ist ja alles wenig. Das ist ja alles sehr klein, was du hier gehalten hast. Ne? Da hinten sind Kakteen. War ich noch nicht in der Wüste? Du warst scheinbar noch nicht in der Wüste. An den Kakteen, da wachsen Früchte dran. Die kann man sich sogar reindrücken. Also meistens ins Gesicht. Ich sehe das jetzt gerade. Aber ich wollte ja mal ein Bier trinken. Wie sieht das? Jetzt kann ich endlich ein Bier trinken. Mal sehen, wie es mir geht. Hast du auf den Balken gerade geguckt? Auf deinen Hungerkreis? Ja, ich sehe das. Der geht ja wieder in die Vollen. Ja. Also das ist ja ordentlich. Was sagst du uns das? Selbstgebrautes Bier ist immer noch am nahrhaftesten. Die kannst die Kakteenfrüchte da, die kannst du. Schmecken die gut? Weiß ich nicht, hab ich noch nicht reingeschmeckt. Und große Kakteen sind hier auch, ne? Ja, sind auch da. Was hat mir eben die Hyäne ins rechte Ohr gelacht oder was war das? Nee, Hyänen haben wir hier noch nicht. Hast du die Früchte gesammelt hier, die Kakteenfrüchte? Hyänen. Jetzt warst du ganz kurz weg hier. Oh mein Gott, ich muss mich räuspern. Jetzt war deine Stimme weg eben, Mensch, ich denke. Ja, ich weiß, ich habe mich gerade geräuspert. Passiert mal. Sieht ja ein bisschen hässlich aus, das Dach da oben. Nee, aber sonst ist das schon ganz toll hier, muss ich sagen. Also hier sieht das aus, als ob hier schon ein kleiner Meteorit schon eingeschlagen hat. Wollte ich nicht sagen. Vorne an der Stirnseite, aber naja. Ich stehe jetzt hier mal in deinen Solarsegeln. Ja, lass mich mal schön bräunen. Oh, herrlich. Siehst du blass aus? Also ganz klar. Ja, ein Loch im Dach. So. Gut, ich muss wieder arbeiten gehen. Das hilft nichts. Ja, meinst du, ich spiele hier oben Spiele? Ja, das mache ich auch nicht. Ich im Traum nicht. Also, ich halte auch nichts vom Spielen. Also, gar nichts. Überhaupt nichts. Nein. Schlimme Angewohnheit. Total schlimm. Zocken, ne? Zocken, ey. Ehrlich, Nee, du. nein.
Also niemals. Damit kannst du nichts anfangen, ne? Zuckern. Nee, gar nichts. Das ist ja direkt eine Sucht hier, diese Kakteenfrüchte zu sammeln. Ich habe schon 27, 29. Sag mal, ich will gar nicht. Ich will die nicht sammeln. Nein. Oh, sammel mal. Jetzt ist Schluss hier mit Sammeln. Sammel mal. Da sind noch mehr. Die wachsen nach. Gott. Also sind meine Kisten schon voll davon. Von den Früchten, ja? Ja. Die also hast du auch schon gesammelt. 300 oder 400 Stück habe ich davon gesammelt. Okay. Aber du hast aber echt alles mit Brücken versehen hier. Du kannst überall rüberfahren, ne? Ja, weil ich da irgendwo halt lande, wo ich nicht mehr wegkam mit dem LKW. Nur weil ich mit der Rampe gefahren bin. So, das Holz muss ich mir holen. Das brauche ich mir fürs Dach, damit ich weitermachen kann. Die Wände, die wollte ich hochziehen. Und Fenster werde ich rein. Die Fenster bleiben da an der Stelle. Da bin ich ja rigoros. Rigelos. So hoch. Von oben. Von oben. Da macht er einen Flug. Hier macht er doch. Guck mal hier, wenn du diese Basisblöcke setzt hier eigentlich, dann macht er dieses dumpfe Geräusch hier, dass man aus Minecraft. Ja, ja, das stimmt. Was du so liebst. Ich meine, das ist dein Lieblingsgeräusch, verstehst du? Das hier ist aber wenigstens ein leises, dumpfes Grunzen. Das ist ja noch erträglich, aber bei Minecraft. Oh, das war ja. Naja. Cool. Wir duplizieren. Ich habe mich hier. Oh, eben habe ich mich selber eingebaut. Das hast du noch nie gemacht, ne? Nein, ich doch nicht. Nee, niemals. Doch klar. Alter Falter, was war das eben? Dann rauscht das ganz kurz, ne? Ja. Und dann. Naja, ganz kurz. Naja, ist lange, wo man denkt jetzt. Ich meine, wenn die da hier diesen Modus einsetzen, dass du hier auch mal sterben kannst, ich glaube, dann gehst du auch drauf da dabei, ne? Ja, kann sehr gut sein, aber ich glaube nicht, dass der Modus kommen wird. Glaube ich nicht. So. So, Ferner. Das kann man abbauen. Oh, das Dach ist fertig. Wenn dieser Dach. Jetzt kommt die Zwischendecke. Sag mal, weißt du überhaupt, was du da tust? Ich habe keine Ahnung. Es funktioniert einfach nur so rein zufällig. Manche Leute haben halt dauernd Glück. Nee, so. Nee, du der Junge. So. Oh, mein Stuhl regt mich auf, ey. Verdammt. Ich höre das schon. Oh, immer wieder. Ist ja nicht nur so, dass es laut ist, man erschreckt sich ja dann auch, ne? Echt jetzt? Das ist gut. Dann ist ja alles gut. Diese Zwergenstellung hier immer, das ist ja, ne? Ja, das ist ja unter aller Würze. So. Die Würze, die entsprechend raus, ne? Und jetzt haut das hin. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache. Ich weiß sowieso nicht, was ich hier mache. Aber das weiß ich nie. Denn er weiß nie, was er tut. Ich weiß nicht, was wir tun. Richtig. So, jetzt kann man hier nicht mehr durchfallen. Dann könnte ich das Haus eigentlich noch in die Richtung erweitern. Ah, da ist mir ja schon wieder was eingefallen. Oh je. Oh je, Thorsten hat Einfälle, das kann ja eine böse enden. Das heißt, die Wand wird innen versetzt, die Fenster verschwinden hier wieder raus. Das war alles Quatsch, was ich hier gemacht habe. Ah. So, was? Watzawi, Zawutzawi. Alles gut. So, das hier wieder raus. Und dann kommen die Fenster und der Quatsch hier nach innen und dann. Genau. Verstehst? Schlimm. Ja, gerade so eben. Ne? Verstehst? Gerade so eben. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ich sag einfach. Das meine ich ja. Deswegen. Ah, also, okay. Du verstehst, was ich meine, ne? Nö. So, das wird ein Fußboden. Wieso? Aber doch nicht in der Höhe. Der Fußboden? Doch. In der Höhe ein Fußboden? Bist du sicher? Meinst du? Meinst du, das wird was? In der Höhe ein Fußboden? Der Fußboden? Oh, verdammt. Und was ich... was ich dir nochmal sagen wollte. Oh, ich hasse Leute, die laut denken. Ehrlich. Ich hasse Leute, die laut denken. Oh je, musst du einen extremen Hass gegen dich selbst haben. Verdammt nochmal.
So. Ja, du, ich finde solche Leute auch eher nervig als sympathisch, aber was willst ja, du? Ja, ne? Muss halt, das meine ich doch. Halt mit sich selbst auch leben können, ne? So. Hier geht das nicht anders. Genau. Was mache ich denn hier unten schon wieder? Ach so. So, das Dach ist schon mal fertig, das ist schön. Wie viele Ziegel habe ich jetzt wieder zu viel? Zeig natürlich der Pizza. Ja, natürlich, klar. Weißt du, produzierst du mal auf Lager und dann. Also, jetzt ist das Dach dann doch kleiner als erwartet. Ich glaube, ich brauche noch eine Halde hier dran. Das dachte ich mir. Ja, was denn noch sonst, Mensch? Wahrscheinlich wird es auch so kommen, weil ich glaube nicht, dass 20 Lager reichen werden. Nee, das reicht nicht. Also ehrlich, das ist entschieden zu wenig. Ich merke das ja bei dem Haus hier. Das ist alles Quatsch. Größer, weiter, höher, Expansion, Expansion, Expansion. Höher. Man hört gar nicht, wo ich herkomme, ne? Nee, überhaupt nicht. Das kriegt man gar nicht, überhaupt nicht, gar nicht raus, ne? Nee, du, also so ganz so gar nicht. Das ist der Junge von der Küste. Du bist von der Küste, um Gottes Willen. Der Pool, die Krabben. Nee, das machen wir nicht. Nee. Ich habe wieder was falsch gemacht. Das, sag mal, kannst du mir das nicht, das... Also, Marc, ehrlich, ich verstehe was das denn? Nicht. Das musst du mir doch sagen, dass ich hier einen Fehler eingebaut habe, Mann. Da, ich dachte, das wüsstest du, weil ich das doch immer sage. Ach, Mann, habe ich dir wieder nicht zugehört, ne? Kann sein. Verdammt, ey. Du warst vielleicht zu sehr mit deinen Gedanken beschäftigt. Ja. Ja, oh, jetzt habe ich mich eben selber... Ich habe eben, ne, weil ich denke, gleich... Also falsch, aber nein, alles richtig. So. So, alt! Kriegt man das eigentlich bei mir so wort- und tonmäßig mit, wenn ich einen Fehler mache? Nee, ne? Inwiefern? Dass ich dann, ich meine wegen, halt! Doch, ich höre das ja. Ne? Verdammt. Und meine Zuschauer hören das auch, wenn ich das aufnehme. Das nimmst du ja jetzt gar nicht auf, ne? Nee, weil ich wollte das Dach erstmal fertig haben. Ah, dann kann ich ja jetzt quatschen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Na klar. Ich habe mich gerade ausgeschlossen hier außen. Oh, den Schlüssel wahrscheinlich verloren, ne? Ja, stimmt. Natürlich. Natürlich. Oh, so. Nee, Spaß beiseite. So. Das sieht schon mal ganz gut aus, ey. Wenn wir jetzt noch das Dach hinkriegen, dann ist das gut, du. Aber das stimmt hier oben noch nicht, wa? Mit der koaxialen Hypotenuse. Von der Seite her könnte das hinhauen. Aber da muss ich ja mal nochmal das Dach darüber ziehen. Ne? Wieso ist das hier unten? Das hat er doch da drinnen auch nicht gemacht, ey. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Was macht er denn hier? Er hat hier oben? Manchmal ist er doch gar nicht so einfach, da. Ja, so manchmal, ne? Aber nur manchmal. Er hat hier komplett einen rübergezogen und wenn ich jetzt... Das geht doch gar nicht. Er zieht das hier durch. Ach so. Weil ich ja hier den Pfeiler schon habe. Und dann krieg ich das nicht mit, ne? Das ist ja Quatsch. Da hat er das Dach ja... Da hat er das Dach ja. Das weg? Doch, so mache ich das richtig. So. Perfekt. So, da, wie gesagt, ich darf nur nicht vergessen, dass ich das ja auch noch mit den anderen. Ich muss den Baum noch holen nachher. Den Baum? Den ich da gefällt habe an der Rampe. Ach so. Was dir gar nicht aufgefallen ist. Ja, den ich noch nicht gesehen habe. Genau, den Baum. Fällt mir auch gar nicht auf, dass er fällt. Dass er geht. Und dann hat er das genommen und da drüber, dann hat er hier zwei. Na! Er stöhnt richtig immer da. Genau das meine ich. Bei mir komischerweise gar nicht mehr so oft, aber. So, welches Fenster? Jetzt geht er hier einen rüber. Er geht einen neben dem Fenster rüber. Und dann ist das gut. So. Ja. Zack, zack. Ach, jetzt fall ich schon wieder runter. Jetzt. Ich will doch nur die Zwischendecke hier bauen, Mann. Mehr will ich doch auch nicht. Du willst eine Zwischendecke setzen? Ich hab. Ja, also. Wieso haut das nicht? Ach so! Ah, jetzt. Hahaha. Gut. Jetzt verstehe ich das.
Und was ich auch gut finde ist, also das können wir die Zuschauer bestätigen, ich halte mich nie länger als notwendig an irgendeinem Objekt auf. Ja, das glaube ich dir ungesehen. Und das finde ich... Ja, geht mir auch ähnlich. Das kann ich auch mit Fug und Recht behaupten von mir. Mit Fug? Mehr Unfug als Fug. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe gar nicht mal an das böse Wort gedacht. Du hast es aber gemeint. Nee, hab ich nicht. Ich habe auch nicht dran gedacht. Nee, ich habe nicht solche Gedanken. Ich muss hier den Stampfer, den Kartoffelstampfer muss ich hier nochmal einsetzen. Ich heiße nicht Unfug. Ich habe mal den Kartoffelstampfer hier eingesetzt. Ja. Mach mal, stampf du mal das, deine Kartoffeln. Das böse Schild hier, das Mobbing-Schild, mein Stuhl rutscht schon wieder runter, lasse ich hier übrigens stehen. Ich hasse den Stuhl, habe ich dir schon mal erzählt. Ja. Das lasse ich hier übrigens stehen. Oh. Ja, warum? Mein Hammer! Ich möchte jetzt bitte keinen Kommentar haben. Mein Hammer ist defekt. Ja. Okay. Ich muss, kein Kommentar. Okay. Ich muss meinen Hammer reparieren. Und ich habe noch kein Krankenhaus gemacht. Jetzt habe ich doch kommentiert. Ich wusste es. So, Steine. So, wo komme ich denn da? Hier. So. Aber das Bier macht ganz schön Dun im Schild. Aber wenn man jetzt hier wühlt, dann merke ich das trotzdem schon hier. Echt so? So schon? Ordentlich Umdrehung. 5 Klamotten brauchte ich eben, um meinen Steinhammer zu reparieren. Na, der war ja richtig defekt. Ja, ich arbeite ja noch mit vernünftigen Handwerkszeug hier, nicht mit so einem neumodischen Kram. Aha. Diesen neumodischen Kram? Nee, das kommt mir gar nicht in die Kiste. Nee. Ich könnte jetzt wieder was Dummes sagen. Ja. Ich werde mir erstmal den Baum fällen. Ah, wie findest du eigentlich meinen kleinen Schokoladenzwerg hier? Es ruckelt. Den finde ich sehr einsam. Naja, ich überlege schon, wo ich den hinsetze. Lass ihn doch da stehen, der macht sich da ganz gut. Ich finde den auch ganz gut eigentlich. Den lassen wir stehen, ne? Die jo. Fischer und sind Ohren sind froh, genau. Ohne seine Frau. Jo. So, jetzt hier ist erstmal. Den muss ich auch noch wegbringen. Ach, ich baue eine Werkbank da hinten rein in den Müll. In den Mäul. Da brug ich eine Werkbank drinne, du. Die werde ich mir da auch reinbauen, damit ich nicht mehr so... Warum mache ich das nicht gleich? Dann werde ich mir einen Stockpile basteln und... Ey, Mann. Ja, das Gehirn ist ein bisschen anstrengend. Ein Stockpile? Es tut zwar weh, ich bin da... Aber wenn man das Gehirn ein bisschen anstrengt, ist es schon ganz gut. Wieso habe ich keinen Stockpile mit? Und wieso... Was habe ich hier alles für ein Kram dabei? Und überhaupt... Verdammt, und ich muss was essen. Warum wechselt Gras? Und genau, und ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Wein. Hey, ist kein Wusel. Oh, alter Falter, der macht aber Daisy hier. Eine Flasche Wein reicht hier schon vollkommen aus. So. Cool. Ich muss mir jetzt erstmal hier einen Stockpile aus der Truhe holen. So, ja, also. So, du hast also kein Lager auf der Tasche, nein? Ich hole mir jetzt eins. So, Lager. Stock, ein Stockpile habe ich mir jetzt geholt. Eins? 3 Stück. 3? Alter, Angeber, ja, 3 Stück. Mein Stuhl rutscht schon wieder. Jedenfalls, ich könnte hier einen Stockpile wegklopfen. Und schon habe ich 4 Stockpiles. Hack mich doch mal. Was ist das? Stockpile! Hilfe! Hier ist doch eins. Das nehme ich auch noch weg hier. Und dann hau ich... Hä? Hier vorne. Ja, wird das... Was für die Taube oder der gemeine Lämmergeier denn eigentlich hier? Ich habe keine Ahnung, wenn du meinst. Was wollte ich noch sagen? Würde das denn funktionieren? Wenn ich das Stockpile hier in die Nähe dieses Dingensbummens hier setze? Ich glaube schon, ne? Mag sein. Er fragt mich aber auch nicht, ne? Schlimm. Nein, das ist mein Ehrgeiz. Ich will mir nicht mehr was vorsagen lassen. Wie viele Stockpiles hast du denn in deinem Rucksack drin?
Und das war falsch jetzt hier mit dem Stockpile. Siehst du, das ist das, wenn ich alleine gelassen werde, wenn mir keiner hilft, dann baue ich Fehler. Das ist es. Sag doch einfach. Das ist deine Schuld. Ich komme dann doch. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und ja, schönen Dank auch. Okay, ich brauche eine Werkbank hier, damit ich mir hier dieses normale Holz machen kann hier. Mhm. Ist doch alles da. Jetzt muss ich mir meine Ohren jucken. Verdammt. Die Folge ist gleich wieder zu Ende, habe ich dir schon mal erzählt. Schon wieder nur noch 10 Minuten. Und wieso? Ich glaube, da stimmt irgendwas mit der Uhr nicht. Die Systemuhr, die haut nicht hin. Glaube ich auch. Das muss ich noch klären. Und wieso kann ich das Holz nicht aufnehmen? So, ich hab wieder leere Hände. Ach, es ist... Schön, schön, schön. Wieso kann ich das hier nicht aufnehmen? Okay, das schmeißen wir jetzt weg. Ich muss noch viel mehr Bäume fällen hier links und das muss alles weg. Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass mein Stuhl rutscht? Gelegentlich, aber er knackt auch gelegentlich. Zack. So ab und zu, ne? Holz. Holz gesammelt. Da haben wir das Holz gesammelt. So. Blub, 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 blub. Zack. Die Zwischendecke. Ey, wieso nimmt er und warum? Wieso nimmt er das jetzt nicht auf? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Warum das nicht aufnehmen? Ich weiß auch nicht. Ich hätte jetzt zwei drei Folgen hätte ich zusätzlich gehabt. Ich bin echt stimmt. Ich habe wieder viel zu viel zwischen den Folgen. So. Aber wird die so schön. Er nimmt das nicht auf. Weil. Jetzt nimmt er das auf. Ey, ehrlich, die Baumscheiben. Baumscheiben. Die musstest du auch nochmal bei der Klein schneiden. Und dann hat er hier. Den Schrott muss ich hier noch wegräumen. Das ist wieder Mecker von Förster. Du hast bei dir. Also wenn ich einmal mit der Axt draufzimmere oder mit der Kettensäge drauf säge. Not dann enough. Kommen bei mir alle Baumscheiben sofort raus. Ich brauche nicht mehr zusätzlich hacken. Könntest du vielleicht mal skillen? Ich habe jetzt gerade mal Wieso habe ich Bunchgras gefressen? Weil es noch wahrscheinlich im Inventar hattest. Warum habe ich das gegessen? Jetzt ist mir schlecht. Schmeckt noch nicht mal. Hab ich auch schon. Aber diese Kaktusdinger, die schmecken gut. Die geben gar nicht mal so viel. Ja, das stimmt. Und ich dachte, Mensch, dann pflückst du erstmal alle Kakteen ab. Damit du auch nicht was hast, aber... Wer weiß, wofür du es verwenden musst. Die geben gar nicht mal so viel Energie auf einmal, ne? Ja, und vor allem, man kann die auch so kaum verwenden. Man hat kaum Verwendung dafür. Alles klar. Hör mal kurz weg, ja? Das hört jetzt keiner. So. Mhm. Nein, war nicht zu hören. Siehst du? Es hat keiner gehört, dass ich meinen Stuhl wieder umgebaut habe. Ich habe nicht gehört, dass du mit deinem Stuhl fast eskaliert bist. Mit meinem Hocker wieder durchs Fenster gerutscht bin. So. Ich brauche eine Werkbank. Baue ich die dir jetzt? Ach, ich kann die im Hotel abbauen. Ich kann die baue ich im Hotel. Ja, so bin ich. So ist er. Das ist er. Das macht uns aus. Deswegen renne ich hier auch mit einer... Das gefällt mir, das Hotel hier mit der Windmühle. Das muss ich umändern. Aber das Schild hängt jetzt hier wenigstens vernünftig. Das ist schön. Hotel zum fleißigen Fischer. Das ist gut. Ja, wieso habe ich hier keine... Wieso ist sie und warum? Ach, hier ist sie. Zack. Weg. Eine Werk. Du hast bestimmt mehr ne? Was? Eine Werkbank. Eine Werkbank, kann ich mir das eine Werkbank auch basteln? Ja, eine Werkbank kannst du in einer Werkbank basteln. Das geht. Okay. Die Werkbänke habe ich, glaube, insgesamt... 92. Ich habe es gezählt. Zwei, glaube ich, habe ich nur. Also doch, 92. So kommt das jetzt anders. Ich habe 21 Lager im Inventar. So. Da du mich ja absolut nicht fragst und es dich überhaupt nicht interessiert, sagst du dir einfach trotzdem. Ja, das war klar. Ich habe es dir gewusst. Mein Stuhl rutscht. Achso, das wollte ich ja gar nicht mehr sagen. Ich habe mich gerade ausgewusst. So, und jetzt? Jetzt werden wir mal die Werkbank anquietschen. Hallo? Anquietschen? Hallo? Hallo? Storage?
Und arr! Ich bin begeistert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Und wieso ist und warum? Ach, Tallow Candle. Ach, da, was kann ich da nicht reinschmachen? Wachs hast du gesagt, ne? Wachs und Öl. Wachs und Öl. Ach, die Kerze kann ich jetzt wegpacken. Du hast ja elektronisches Licht bei mir rein elektrisiert. Ja, ich habe in jedem Haus habe ich elektrisches Licht installiert. Also ich habe gedacht, dass so eine Fackel wie bei Minecraft, weißt du? Aber das ist nicht so. Ja, ja, bei Minecraft, da brennen die ja ewig und hier leider nicht. Muss ich auch sagen, leider nicht. Leider nicht. Oh, das. Leider nicht. Habe ich schon mal gesagt, worüber ich mich gerade wieder aufrege? Nee, ne? Nee, leider nicht. So, 264, 66. Bingo! Die Dachziegel nehmen ihren Lauf. Die laufen? Oh, verdammt. So. Oh, ich muss mal einen Schluck trinken. Das würde ich niemals während einer Aufnahme machen. Niemals. Das machst du auch ständig in deiner Aufnahme. Verdammt! Verdammt! Das hat dir der Teufel gesagt! Nee, dein Webcam. Mein Webcam! Meine. Hat mir das gezeigt. Die hat die. Das Ding baue ich ab! Oh, cool. Ich brauche noch eine. Du brauchst noch eine? Ja, ich brauche noch eine. Alles klar. Ich habe mir die Brio angeguckt. Was hast du gemacht? Die Webcam Logitech Brio, die habe ich mir angeguckt. Die ist eigentlich ganz cool. Eine Logitech habe ich auch. Warte mal, ich muss mal gucken. Mhm. Ich kann ja jetzt ruhig reinleuchten mit meinem Handfunkwechsel, weil ich gucke jetzt so ein bisschen gegen das Licht. Mhm. Gucken mal. Und das ist eine HD 1080p. Die ist gut. Ich habe hier, also die ist, ja. Okay. Ich hoffe, die nimmt jetzt nicht auf. Nee, ist grau. Ich muss den erstmal klotzen. So, nee, die ist echt cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Qualität, die gefällt mir von dem Teil. So. So, wenn es so weitergeht, steht der LKW auch gleich im Fluss. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, das macht sogar Spaß, das Gefummel hier. Ja, aber es benötigt nur leider immer sehr viel Zeit. Ne? Ja, aber das macht ja Fez. Es entspannt. Ich finde das ist ja das, was mir so viel Fez macht hier. Hier ist das Dach nach oben drüber. Ach so. Das Fummeln entspannt? Also finde ich gar nicht, das Fummeln entspannt. Das frühe Vögel entspannt den Wurm. Genau. Ja, der. Mein Stuhl. Habe ich dir schon mal was über meinen Stuhl erzählt? Noch mal auf, ich erzähle dir das jetzt mal. Ich kenne ihn. Also gar nicht. Folgendes Problem. Ich habe ja eine Stuhle und diese Stuhle, die ist einfach nervig. Ja, Stuhlgang kann schon mal zum Problem sein. Ich spüre das wieder immer, weil der runterrackelt hier, dieses Viech. Das geht aber schnell. Das habe ich noch nie gehabt in der Aufnahme. Ich würde auch nie über der innerhalb und ne? Ich muss hier mit dem Dach weiter rüber, stimmt's? Sag mal ja. Ja. Wieso bin ich mit der. Irgendwas haut hier nicht hin. Ach so, ich bin ja hier erst. Ach so, alles klar. Gut. Alles richtig gemacht. Weil da kommt noch nicht das Dach. Das ist alles noch richtig. Das hatte ich umsonst abgebaut. Was mir nie passiert. Also das ist zum Beispiel das. Ich bin auch unfehlbar. Das habe ich dir auch schon mal erklärt, ne? Nein, das höre ich eigentlich immer nur von Luca. Ich habe jetzt nicht gelacht. Und ich finde das ganz traurig, wie du darüber redest. Und ich empfinde es als Mobbing. So. Mobbing. Ich habe nämlich Angst, wenn ich das erste Mal TDT spiele, dass ich dann... Ach, keine Sorge, du wirst ein gutes Opfer ab. Ja, genau, das meine ich ja damit. Verdammt. Und lass das erste Mal aufnehmen. So, wieso geht das hier nicht mit dem Ding hier? Das geht doch. Oh, Sonne geht auf. Ach so. Ein frischer Arbeitstag. Wieso macht er das nicht? Drin. Das geht doch aber von unten. Verdammt. Er hat doch hier unten. Nee, hat er nicht. Wenn ich den hier wegnehme hier oben. Pass mal auf, guck mal. Guck mal bitte jetzt, ja? Ich? Ich nehme den. Nein, ich nehme den jetzt weg. Doch, er baut. Das ist Quatsch, was ich hier gemacht habe. Er baut den hier rüber und dann. Ich habe keinen Stahl mehr.
Was war da der Stahl hin? Das muss weg da. Ich muss jetzt hier erstmal wegräumen. Den hier rein. Und dann muss das weg. Das muss weg. Das muss hier weg. Und dann muss das hier rüber. Nee. So, das ist gut. Ob wir hier mit. Was macht der denn hier, der Piepvogel hier auf der Brücke? Na du? Na, piepen. So. Muss ich mal kurz hier ein bisschen Material umlagern. Doch, da oben. Die Dinger kommen noch bis da oben hin. Genau. Und dann das Fenster hier raus. Bis hier vorne gesetzt. Und dann stimmt das. Dann stimmt das. Aber wo liegt das? Genau. So. Und damit haben wir wieder mal zur Erinnerung das Folgenende erreicht. Liegen Steine drin? Liegen Erz drin?